Ein Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wer das letztes Mal nicht gesehen hat, holt das auf jeden Fall nach. Am Ende wurde es ziemlich spannend und wir machen jetzt weiter. Eigentlich wollte ich ja das vordere Dorf erstmal in Ruhe erkunden. Dazu blieb mir aber keine Zeit, denn wir wurden schon, sag ich mal, in die nächste Sequenz gebracht. Denn wir müssen hier zum nächsten Dorf. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass das alles schon einhergeht mit der kompletten Story. Weil wir haben ja auch noch andere Aufträge erhalten. Aber ich bin gespannt. Und werde natürlich gucken, dass wir die Dorfbewohner verteidigen. Und die sind natürlich mit so neuartigen Mitteln gar nicht vertraut. Wo ist die göttliche Quelle? Yo! Stopp! Hören Sie sofort auf damit! Wo ist sie? Halt! Halt! Diese Karte. Der Atlas. Sie zeigt Ihnen den Weg. Okay. Erzähl mir von diesem Atlas. Haha. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun. Alles klar. So, meine Freunde. Nicht mit mir. Eigentlich wollte ich darauf schießen, aber okay. Dann halt so. Ah ne, das ist Munition. Oh. Ich dachte, das wäre was Explosives. Gut, erstmal alles aufheben wieder. So, schauen, ob wir hier was vergessen haben. Auf jeden Fall habe ich mir das so gar nicht vorgestellt, als ich nach hier gekommen bin. Wollte eigentlich erstmal was anderes machen, aber gut. Dann improvisiere ich halt. Oh, scheiße. Yo. Ihr Penner. Ey, du Arschloch. Kommt her. Hä? So. Deswegen habe ich die Kampfaxt auch direkt hochgemacht. Weil die einfach fucking OP ist. So. Wo seid ihr? Dich hab ich. Oh, scheiße. Aber ich sehe schon, wo er verwundbar ist. Oh, fuck. Deine eigene Waffe wurde dir zum Verhängnis. Wir sind raus hier. Rückzug, alle zum Startpunkt. Hoho. Das war Action geladen. Haben uns überrannt. Croft ist bei ihnen. Schwere Verluste. Männer sind tot oder verstreut. Wir hätten sie töten sollen. Du hast keine Ergebnisse vorzuweisen. Vielleicht schafft sie, woran du bisher scheiterst. Ich werde nicht scheitern. Trinity greift ein, wenn du es tust. Weißt du, was das heißt? Ich bin entbehrlich. Mein Überleben interessiert sie nicht. Ich brauche die Macht der Quelle. Und du wirst sie kriegen. Verlieh den Glauben nicht. Es ist Gottes Wille. Unser Erfolg ist unvermeidlich. Bitte. Finde sie einfach. Mir läuft die Zeit davon. Sind so weit. Ich habe viel erduldet. Die letzten Hindernisse, vor die du mich gestellt hast. Die Sünden, die ich begehen musste, sie müssen einen Sinn haben.
Nur du kannst mir den Weg zeigen. Gib mir Kraft, weiterzumachen für sie, für dich, für Trinity. Bitte. Zeig mir den Weg. Bleib bei mir. Tut mir leid. Das haben Ihre Leute nicht verdient. Wir haben es so gewählt. Unseren Weg. Es war noch nie einfach. Ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Trinity wird nicht aufhören, oder? Das bezweifle ich. Die haben viele Ressourcen. Und der Atlas? Er ist eine antike Karte der alten Stadt. Aber die werden ihn nicht im Turm finden. Viele meiner Leute leben in diesen Ruinen. Sie sind nicht auf das vorbereitet, was kommt. Ich kann helfen, Jacob. Tun Sie das für uns? Oder für das, was Sie suchen? Im Moment ist das ein und dasselbe. Sobald ich die Verletzten versorgt habe, bringe ich Verstärkung mit. Ja, es ist. Okay, folgen Sie dem Pfad zum Turm hinauf. Der Angriff hat alles. Alles klar, so, damit haben wir jetzt sozusagen die Möglichkeit, zum nächsten Einsatzziel zu gelangen. Aber natürlich gibt es im Gebiet noch relativ viel zu tun. Ich bin erstaunt, dass das... Wir können niemanden zur Akropolis schicken. Ich weiß. Ich kümmere mich um die Verletzten. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Ich bin erstaunt, dass wir jetzt einfach sozusagen weiterreisen sollen. Noch immer nicht richtig. Alles ist verschwunden. Aber egal. Wir knacken erstmal die Truhe. Und holen uns die Feder. Oh, schwere Pistole. 1 von 4. Ich dachte, wir hätten schon eine schwere Pistole. In den Außenbezirken lodern noch. So, das dürft ihr euch jetzt durchlesen. Schlaf mir ja nicht ein. So, was haben wir hier noch? Kann ich helfen? Das haben sie schon. Wären sie nicht gewesen, hätten wir noch mehr Tote. Okay. Machen Sie es. Alles klar. Danke. So, Jacob, du hast wahrscheinlich keine Mission mehr für mich. Ich weiß auch gar nicht, wer überhaupt noch hier eine Mission für mich hat. Abgeschlossene Mission 0 von 4. 0 von 4 Herausforderungen. Also hier gibt es wirklich viel zu tun. Ich laufe jetzt erstmal nochmal was zurück. Kann ich irgendwas... auf Wiedersehen. auf Wiedersehen, alles klar. So, geplant war das ja eigentlich auch gar nicht, dass ich hier direkt hingehe. Aber gut, jetzt habe ich wenigstens freies Gleit und verpasse hier auch keine... sag ich mal, Audionachrichten mehr oder sonst was, weil unser Einsatzziel jetzt nicht, unser Einsatzziel nicht mehr im Dorf liegt, sondern außerhalb. Das wollte ich halt auch erreichen. Okay, das ist Öl, was wir wieder aufladen könnten. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwo wahrscheinlich ein Basislager haben. Ich glaube, das war sogar direkt am Eingang und ich, doof, ich habe es nicht gesehen. Nee, kriegen wir nicht kaputt. Ich glaube, dass wir ein Basislager hier irgendwo haben. Mal ein bisschen Bergungsgut. Aber scheint, als wäre ich total abgeschnitten. Aber das kann es ja nicht sein.
Okay. Weitere Geheimnisse entdeckt. Klasse. Und ihr zwei? Seid ihr verletzt? Schusswunde im Bein. Ist aber sauber. So. Ich frage mich jetzt gerade, wie wir hier wieder rauskommen. Ich gehe mal... Ups. Ich gehe mal nach hier. Eigentlich will ich ja nicht in Richtung des Zielgebiets, aber... Mir fällt nichts anderes ein. Neues Basislager. Ja gut, okay. Damit hat sich meine Frage beantwortet. Genau, das habe ich nämlich gesucht. Ah, jetzt verstehe ich. Sie erzählt von etwas Verborgenem. Na gut, das sind ja wieder Münzverstecke, die wahrscheinlich aufgezeichnet werden. Und da hinten haben wir sogar direkt ein Grab. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt schon einmal hier sind, dann können wir auch direkt dieses Grab machen. Einen Fähigkeitspunkt können wir wieder verteilen. Ich wünschte, du könntest diese Aussicht sehen, Lara. Die Grabungsstätte sieht am frühen Abend so schön aus, wenn die letzten Sonnenstrahlen das Werk harter Arbeit beleuchten. Dann werden die Lagerfeuer entzündet und der Geruch von Grillfleisch zieht durch das Camp. Es hieß, es sei Meerschweinchen. Ich lehnte ab. Roth aß zwei. Vielleicht nehme ich dich nächstes Mal mit. Wie lief die Geschichtsarbeit? Das sind meine schönsten Erinnerungen, Dad. Mit dir bei den Grabungsstätten. Besonders, wenn ich ein eigenes kleines Feld zum Graben bekam. Das war schön. Das Gefühl, Teil von etwas Wichtigem zu sein. In der Arbeit hatte ich eine Eins. Okay, wir schauen weiter, was wir upgraden können. Immer noch den Bogen. Haltezeit können wir erhöhen. Wir machen das einfach mal. Ich würde sagen, wir rüsten den Bogen jetzt auch mal aus. Einfach nur, weil wir ihn jetzt schon so... Ja doch, wir rüsten ihn einfach mal aus. Die Haltezeit ist jetzt gleich. Beim nächsten Mal könnten wir eigentlich auch noch die Schussfrequenz ausgleichen. Dann ist nur noch die Zielgeschwindigkeit nicht so hoch. Aber gut. Der Bogen sieht halt schon ein bisschen moderner aus, muss man sagen. Genau, okay, mit C brechen wir ab. Ich würde sagen, wir gehen auch zum optionalen Grab. Warum auch nicht, wenn wir einmal hier sind, dann können wir das auch direkt erkunden, würde ich sagen. Okay, Pilze können wir nicht mitnehmen. Ich muss echt mal schauen. Ich habe immer das Gefühl, ich habe so Frame-Einbrüche. Ich weiß nicht, wieso. Oho, ich bin gespannt, wenn wir da jetzt rausgehen. Was wir zu sehen bekommen. Oh, scheiße. Autsch. Na gut. Schmerzen bekommen wir zu sehen. Oho. Ich muss irgendwie darüber kommen. Vielleicht mit einem Seil. Naja, aber ich will dann doch mal erkunden, was wir an dieser Felswand machen können. Oder führt uns... Okay, wenn ich das jetzt richtig sehe, führt uns die Felswand eigentlich nur wieder nach da oben. Aber da rechts, ich will wissen, ob es da rechts was gibt. Irgendein Dokument, eine Forschertasche oder so. Okay, wie mir scheint nicht. Nee, dann geht's jetzt hier nur noch wirklich... Geht es hier nur noch, ja. Wieder nach oben. So, alles klar. Ja gut, das ist ja relativ easy. Oh nein, nein, ich wollte nicht C drücken, Manu.
Wollte Q drücken, ob es hier irgendwas gibt. Wow. Begräbniskammer. Wahnsinn. Das sieht geil aus. Und da hinten scheint es ein Relikt zu geben. Oder? Ein silberner Korb. Er sollte wohl zur Dekoration dienen, aber niemand hat ihn als Getreidekorb benutzt. Okay. Glänzt da unten nicht irgendwas? Nee. Und ein neues Basislager entdeckt. Klasse. Großartig. Katakomben der heiligen Gewässer. Und damit haben wir unser optionales Grab. Jemand ist hier eingebrochen. So, das dürft ihr euch wieder durchlesen. Mit der anderen Spule kann ich das Floß näher zur Insel ziehen. Ah, okay. Ich verstehe. Nein, scheiße. Hey, bleib stehen. Ich wollte ja eigentlich das von alleine losmachen, aber okay. Oh, scheiße. Yo. Oh, schnell. Nein. Schnell, komm schon. Yo. Hey, Boot. Was soll das? Hey, nein. Hey. Das ist fies. Ich hatte es gesehen und ich habe alles richtig gemacht und das Boot hat gebackt. Das war jetzt wirklich gemein und nicht meine Schuld. Oh, wie fies. So, Boot, komm her. Ich habe es wahrscheinlich einfach zu spät gemacht. So. Oh, verdammt, ich muss in der Nähe davon bleiben. Sonst werden wir noch alle sterben. Jo, und schnell. Komm schon. Puh. Ach, geschafft. Vielleicht gibt es hier noch ein Floß. Ja, weil das wird jetzt gleich Adieu sagen. Und tschüss. Nee. Will mich das Boot verarschen? Ach so. Ja, schön, aber ich zerschell da an den Klippen, aber das Boot an sich, das denkt sich so, ach nö, ich geh nicht kaputt. Wir mögen fern der Heim. Auch fair. Fairmann. So. Hier sind wieder byzantinische Münzen. Juhu, Sprachkenntnisse sind weiter erhöht. Okay. Weiter geht's. Jetzt frage ich mich, ob ich dazu eine Verbindung aufbauen kann. Nee. Ja klar, das Seil dreht sich ja andauernd. Ah, da ist noch eins. Super. Sei ein braves Boot. Aha. So, wehe, das geht jetzt wieder kaputt. Nein. Ich sterbe nicht, ich weigere mich zu sterben. Schnell aufs Boot wieder drauf. Komm schon, Lara. Lara? Komm schon. Geh auf das Boot wieder drauf. Nein, wir sterben wieder. Alles klar. Okay, dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Okay, wir spawnen wenigstens wieder hier. Aha, und das Boot ist also... Tschüss. Vielleicht gibt es hier noch ein Floß. Ja, vielleicht gibt es hier eins. In der Tat. So, und jetzt werd gefälligst vernünftig dahin gezogen.
Na super. Okay, so wird das halt wie nichts. Oh nein, schlechte Idee. Fuck! Nein! Ach Gott. Ja, das Problem ist einfach, das Boot, das reagiert nicht so, wie ich das gerne hätte. Es geht nicht so exakt dahin. Aber ich sehe gerade was. Stimmt, wir können ja damit interagieren. Sehe ich gerade erst. Na, beziehungsweise habe ich bis jetzt immer ausgeblendet. So. Warum nicht gleich so? Interessant. Die haben ihre Toten einbalsamiert? Wow. Oh, das war ein kleines Grab. Okay. Naja, wir hätten es auch schneller schaffen können, wäre ich nicht so blöd gewesen. Ein goldener Kelch, gefertigt für einen König oder einen Propheten. Er wurde hier hergestellt. Oh, sorry. Hab's unterbrochen. Dann schauen wir doch mal, was wir lernen werden. Anatomiekenntnisse. Okay. Spüren Sie die Position von Tierherzen, wenn Sie die Überlebensinstinkte benutzen oder auf Beute zielen. Schüsse auf Tierherzen richten großen Schaden an. Tiere mit dicken Fellbären oder Großherzen sind gegen Herzschüsse immun. Drücken Sie Q, um Überlebensinstinkte zu aktivieren und halten Sie rechts. Okay, alles klar. Auch sicherlich keine verkehrte Fähigkeit. So. Ja, nun gut. Jetzt ist guter Rat teuer. Ich denke mal, wir müssen so auch wieder auf die andere Seite. Oh nein, und es reißt gleich. Ja, schnell weg. Okay. Kommen wir vielleicht so? Sind wir vielleicht stark genug, so auf die andere Seite zu kommen? Ah nein, da ist ja noch ein Boot. Stimmt ja. Vielleicht, wenn wir das zu uns ziehen. Aber das wird von der Strömung direkt wieder erfasst. Aber wir müssen das Van schon befestigen. Und schnell hier drauf. Und, komm schon. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Ey, nee, ist klar. Ist klar, ja. Ja, alles klar. Mhm. Ich glaube, ich bin der erste Mensch, der so viel failt in diesem Rätsel. Weil ich einfach nur es nicht getimt bekomme. Und ich sehe gerade, wir können auch hier raus. War ja irgendwie doch klar. War alles geplant, ich wusste das. Weil es ist eigentlich immer so, dass man irgendwo anders auch wieder rauskommt. Genau. Ach, jetzt. Ach so, das ist. Ah ja, klasse. Na gut. War ein toller Durchgang. Das kann man ihm freuen. Ich würde dann sagen, ich spende jetzt hier einfach den Part rausfinden. Kann ich ja noch selber. Und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.